21. La la la, das dauert jetzt leider ein bisschen. 21, 21, 21, 21, 22. Hey, hey, hört ihr denn die Jubel? Hey. Oh Mann. Ah, kommt schon. 23. 24. Und jetzt noch 6 Brüder. Eins. Achso, das steht ja da jetzt. Die gehen ja erstmal nicht weg. Schalalala. Ich mach mal ein bisschen Fußballstimmung. Schalalalalalala. La 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 la. Oh Mann, ey, ich hab schon wieder Langeweile, das geht doch nicht. Was ist denn los hier? Was geht los da rein? Wo war das denn nochmal? Genau, das war doch hier, wie heißt es? Hier die, Dschungelgeschichte da, ne? Dschungelcamp. Was geht los da rein? Wer kennt das von euch? Was geht los da rein? Wer von euch hat Dschungelcamp geguckt am Anfang des Jahres? Bestimmt so gut wie alle, ne? Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Was haben wir denn hier? Bei jedem in Häfen oder auf Marktplätzen geschlossenen Handel ist erstmal egal. Die Wirkung von geistlichen Außenposten, bla. Für jede Fuhre Kleidung und Schmuck, die ihr in Häfen oder auf Märkten verkauft, erhaltet ihr mehr Münzen. Okay, das ist alles irgendwie nur so ein Gedudel. Dann machen wir es so. Das ist am einfachsten. Mal gucken, ob wir da irgendwo übertroffen werden. La la la. So, dann sollen wir ja hier... Sind die Werkzeuge mittlerweile mal rübergebracht oder so? Nö. Macht das wieder ein Händler? 50 Bretter haben wir da schon mal drin. Fehlen, glaube ich, noch die Waffen und die Werkzeuge sind auch bald da. Und dann waren da noch Klamotten, ne? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten ein paar mehr Lagerhäuser dazwischen bauen sollen. Dann würde die Produktion ein bisschen schneller vonstatten gehen. Also nicht Produktion, sondern die Lieferung. Okay, 28. Wie sieht es hier aus? 40, dann können wir hier doch wieder abbauen. Und entgegengesetzt können wir hier wieder auf geologisch schalten. Wie sieht es hier aus? Warum kriegst du Verpflegung? Das darf doch wohl nicht wahr sein. So einem Hayopai. Ich brauche hier eigentlich nirgendwo Verpflegung geben, weil wir haben ja sowieso genug von allem. Zumindest von allen Endprodukten und dann ist das doch eigentlich eh egal, ob wir ja noch weiter irgendwie sowas machen. Ist ja eh Käse. Gehopst wie gedopst, wie man ja so gerne sagt, oder ja, vielleicht auch nicht. Pott wie Deckel kenne ich noch. Ne? Irgendwie sowas. Fuß wie Pilz. Haha, nein, Spaß. So, da, 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 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Exzellent. Zack und zack. Neue Technologie erforscht. Ach, da fehlt einer. Ausgezeichnet, dank eurer außerordentlichen Einsatzbereitschaft konnte der Großteil des okkulten Wissensschatzes gerettet werden. Dies ist ein großartiger Tag für die Wissenschaft. Unser Erfolg auf dem Gebiet der okkulten Wissenschaften ist nicht unbemerkt geblieben. Großinquisitor Carbovir ist rasend vor Wut. Er hat an der Universität eine Konklave einberufen, um der Erforschung des Okkultismus Einhalt zu gebieten und er wird die Wahl nicht dem Zufall überlassen. An der Universität wird eine Delegation von Inquisitoren erwartet, die in Kürze im Hafen der ewigen Stadt einlaufen wird. Sie werden einige Zeit benötigen, bis sie die Universität erreicht haben, da diese frömmelnden Heuchler vorhaben, jeden der drei Friedhöfe der Stadt zu besuchen.
Wir müssen uns diese Bigotterie zu Nutzen machen. Ihr solltet einige eurer Pater zum Konklave entsenden, wo sie sich als Inquisitoren ausgeben, um die Wahl zu unseren Gunsten zu manipulieren. Wenn ihr ein Verbot der okkulten Wissenschaften verhindern wollt, müsst ihr schnell handeln. Bitte was? Was habe ich jetzt Ich bin schon wieder doof, ne? Hä? Die Delegation der Inquisition hat den Boden der ewigen Stadt betreten und zieht dem nördlichen Friedhof entgegen. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Aber wir haben keine Pater mehr. Ausgezeichnet, die Bühne ist bereit und wir können mit dem großen Finale beginnen. Ja, das ist schön, dass wir hier wieder drei Quests nebenher machen. Beziehungsweise zwei. Aber wir sind doch hier noch bei dem... Ach. Jetzt müssen wir doch gegen den kämpfen. Das ist ja irgendwie sehr komisch, ne? So, wir haben jetzt 18 Minuten Zeit. Wie viele Pater müssen wir denn? Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Wie viele Pater müssen wir denn entsenden? 9 Stück? Willst du mich denn verkackeiern? Wir müssen jetzt 9 Pater auf die Schnelle machen. Okay. Meint ihr, wir dürfen auch mit 2 angreifen? Probieren wir es mal aus. Ach, was mache ich denn eigentlich? Hä? Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Wie kann ich jetzt den Typen angreifen? Ja, wo soll ich denn jetzt hier angreifen? Da oben? Gut, dass da jetzt nicht wieder eine Quest war. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Stellt eine Armee aus allen Waffengattungen zusammen und besiegt den Turniermeister Marius. Und wir haben noch hier eine Armee aus allen Waffengattungen. Wo ist jetzt der Turniermeister? Marius. Tja. Naja, haben wir schon mal den ersten Pater. 2 Pater. 3 Pater. Warum haben wir noch so viele Novizen? Verstehe ich das jetzt? Ach so, die sind in der Forschung und trotzdem noch hier vorhanden. Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich dachte, die wären dann weg. Deswegen haben wir also nie die noch verloren, die Sachen. Verstehe. Das ist ja lustig. Bekehrung von Außenposten sind weniger geistliche vonnöten. Für jeden Soldaten, den ihr ins Jenseits befördert, werdet ihr mit Münzen belohnt. Aber das ist hier cool. Gefallene Soldaten kehren kurzzeitig unter die Lebenden zurück, um ihren Tod zu rächen. Haha, dann verliert man da irgendwie so ganz viele und dann kämpfen die auch gegen eine Armee von Geistern. Ja, das ist ja doch hier. Hä? Die Delegation ist am nördlichen Friedhof angekommen und mit dem Sermon der Gebete beschäftigt. Beeilt euch bei der Ausbildung eurer Pater. Ja, interessiert mich doch gerade hier gar nicht. Vielleicht müssen wir auch einen so einen Standartenträger bauen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Aber... Oh, nein, nicht einen General entlassen. Wie machen wir das? Kann er jetzt hier gegen nichts kämpfen oder so?
Das soll jetzt mal einer verstehen. Ich meine, da ist ja von allem was drin, ne? Außer hier so ein Standartentyp. Das ist ja jetzt Kacka, ne? Wie viele Parte haben wir? Ja, zwei fehlen noch. Das ist ja jetzt echte Bockmist, ne? Wie sieht es hier aus? Gold? Oh, ist schon wieder leer. Echt heftig. Kohle hier unten. Schon wieder voll. Wollen wir auch schon wieder abbauen. Und hier oben. Können wir auch abbauen lassen. Und die können hier wieder hochforsten. Und die hier müssen wohl auch wieder hochforsten. So. Einer fehlt, glaube ich, noch. Ja. Ja, was ist los hier? Warum kann ich dich nicht angreifen, du Saukerl? Ah, Standartenträger. War ja klar. Sag ich ja, dass der fehlt. Tja, wie machen wir das? Können keinen dritten General nehmen. Nicht erreichbar, war ja klar. Kann ich nicht einfach eine Einheit entlassen? Was ist das denn hier für ein Scheiß? Rückzug versetzen. Entlässt den General. Ja, aber ich will nicht den General entlassen, sondern hier so eine dämliche... So einen dämlichen Typen will ich hier entlassen. Ja, das hat man davon, ey. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Murks? Wie sieht es aus hier? Pater, letzter Pater ist auch da, gut. Dann machen wir das eben mal erstmal. Müssen wir uns halt für das andere jetzt irgendwas einfallen lassen. Ich speichere auf jeden Fall jetzt erstmal. So. Tja. Machen wir das denn jetzt, Leute? Ich könnte ja hier gegen die Mauer kämpfen, ne? Gegen die Mauer kämpfen, dann irgendwie direkt wieder Rückzug machen, damit ich nicht alles verliere. Aber wer weiß, ob die sich dann überhaupt noch freundlich verhält. Boah, hat der hier eine Festung, ey. Was ist das denn bitte? Fick die Henne, ist das krass. Vier Türme. Wow. Delegation ist am westlichen Friedhof angekommen. Ihr solltet euch bei der Ausbildung beeilen. Ja, ja, bla bla. Aber schaut mal, ey. Hier sind zwei Türme, die man kaputt machen muss. Dann hat man dieses Gebiet. Dann hat man hier vorne die beiden Türme. Dann hat man die beiden Türme. Dann kommt man durch und hier oben... Ah ne, das ist dann schon das Schloss. Das sind gar keine Türme mehr, oder? Naja, auf jeden Fall hat man genug zu tun. Ah, das haben sie aber richtig schön gemacht, ne? Das sieht schon krass aus, die Stadt hier. Boah, was ist das denn da? Kloster des Okkulten. Sieht auch cool aus. Kloster des Handwerks.
Tja, wie machen wir das? Tja. Ja, ja. So ist das. Leute, so ist das. So und nicht anders. Ja, Pater, seid ihr jetzt hier... Schleicht ihr euch hier irgendwo durch die Gegend, oder... Kommt ihr auch irgendwie mal vorwärts? Ah, da sind sie. Die sind aber alle irgendwie so dünn, ne? Es gibt keine dicken Pater. Pater müssen immer dünn sein. Gut, dass wir keine Bischöfe und Kinder hier haben. Ansonsten müsste man sich noch mit solchen Problemen auseinandersetzen. Ohne sie jetzt in eine Schublade zu stecken, natürlich. Vielleicht, wenn wir das gemacht haben, sind die uns hier gut gesonnen, dann können wir das Gebiet hier oben einnehmen.